Wie gut ist die Natural Matte Creme von Le Riz Deluxe? Kommen wir als erstes mal zu der Verpackung. Typisch für Le Riz Deluxe haben wir wieder diesen wertigen Tiegel mit der goldenen Kappe drauf und der Gravur. Nicht mein Stil, aber trotzdem sehr, sehr wertig. Und wertig bleibt am Ende des Tages nun mal wertig. Kommen wir zum Geruch. Wir haben hier einen sehr, sehr penetranten Vanillegeruch. Manche Leute mögen es, ich mag es nicht. Und ich muss sagen, ich habe immer das Gefühl gehabt, als ich das Produkt verwendet habe, dass ich mir einen Vanillepudding in die Haare geschmiert habe. Und dieser Vanillegeruch bleibt auch bestehen. Heißt, der gefällt mir wirklich nicht. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 50% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 50% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller wirbt mit einem matten Finish, einem mittleren Halt und das Produkt soll sich auch nur mit Wasser ganz einfach aus den Haaren herauswaschen lassen. Gucken wir mal, ob das stimmt. Meine Vorhaarfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Ich habe meine Haare heute Vormittag mit Shampoo und Conditioner gewaschen und habe jetzt kein weiteres Produkt in meinen Haaren drin, kein Arganöl, kein Pre-Styler. Und das ist aktuell die Basis für das Haarstyling. Kommen wir zur Konsistenz. Wir haben hier eine Mattcreme und Leute, diese Creme ist tatsächlich wirklich cremig. Einfach nur cremig. Kommen wir zum Auftragen. Logischerweise, die Creme ist sehr weich, die lässt sich halt auch sehr, sehr gut in den Händen verteilen und auftragen. Wenn man ein bisschen zu viel genommen hat, dann löst sich das Produkt nicht ganz in den Händen auf, aber Leute, das funktioniert all in all wirklich sehr gut. Kommen wir zum Styling. Ich habe das Produkt in meine trockenen Haare eingearbeitet, habe dazu auch nochmal einen groben Kamm genommen, um das Produkt wirklich überall in meinen Haaren zu verteilen und um meine Haare auch schon mal ein bisschen vorzusortieren. Nachdem ich dann meine Haare mit dem groben Kamm schon ein bisschen strukturiert habe, habe ich dann noch einen Feinkamm mit dazu genommen, um einfach meine Seiten als auch die Feinheiten klar zu machen. Meine Nachher-Frisur sah dann wie folgt aus. Kommen zum Halt. Es wird mit einem Medium-Halt geworben und genau das ist tatsächlich hier auch drin. Für meine Haare hätte der Medium-Halt ruhig noch ein bisschen stärker sein können, aber macht gar nichts. Medium-Halt steht drauf, Medium-Halt steht drin und genau so soll es sein. Kommen wir zum Finish. Es wird mit einem matten Finish geworben, steht ja auch drauf, Natural Matte Creme. Ich muss allerdings sagen, das war für mich weniger matt, sondern eher etwas glänzend. Also ich würde auch noch nicht mal sagen halb matt, sondern tatsächlich okay, halb matt ist in Ordnung. Kommen wir zur Austauschbarkeit und zum Preis des Produktes. Es wird ja damit geworben, dass das Produkt sich wirklich nur mit Wasser aus den Haaren herauswaschen lässt und das kann ich an dieser Stelle auch bestätigen. Ihr braucht kein Shampoo, um das Produkt rückstandslos aus den Haaren herauszuwaschen, sondern das geht auch nur mit Wasser sehr, sehr gut. Kommen wir zum Preis des Produktes. Ihr bekommt 100 Gramm von der Natural Matte Creme von Le Riz Deluxe für 23 Euro. Und ich muss sagen, das ist an dieser Stelle auch für so viel Produkt ein sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Für wen ist das Produkt jetzt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist auf jeden Fall für Leute mit sehr kurzen bis langen Haaren gleichermaßen geeignet, egal welche Haartextur man hat. Diese Leute sollten allerdings ein halbmattes Finish favorisieren und auch nur einen mittelstarken Halt benötigen. Kann ich das Produkt weiterempfehlen? Ja, was die Performance-Punkte angeht, auf jeden Fall. Also was das Styling, das Auftragen und den Halt angeht. Aber was die Inhaltsstoffe angeht, da wird es dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Die Natural Matte Creme von Le Riz Deluxe erhält 37 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarstylen.